Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig spannenden Minecraft-Abenteuer mit mir, eurer sprechenden Kartoffel, dem Lokopa. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ja, heute habe ich da was ganz Tolles mit euch vor, denn wir werden heute die wohl sicherste Base aller Zeiten bauen mit der sogenannten Open Modular Turrets Mod. Genau, was zum Teufel ist das und wie bekommt man es weg? Es handelt sich hierbei um eine Erweiterung, die 10 neue Selbstschussanlagen in eure Welt hinzufügt. Es ist großartig, es werden Raketen geschossen, Kartoffeln, aber auch Cobblestones, ja, das tut richtig weh, wenn man einen Stein gegen den Kopf bekommt. Ihr könnt eure Mitspieler trollen, indem ihr die wegteleportiert und einiges mehr. Es ist wirklich ganz, ganz toll gemacht. Demnach haben wir ein kleines Abenteuer wieder vor uns. Wir werden diese Base hier gleich mit Selbstschussanlagen zukleistern. Ich habe hier ein bisschen was vorbereitet, werde natürlich alles hier erläutern. Dann werden wir im Anschluss natürlich auch nicht ohne Grund das Ganze tun. Wir haben hier nämlich eine Bank, ja. In dieser Bank befindet sich ein richtig cooler Schatz. Den müssen wir ausrauben. Dann müssen wir hier wieder zurückschwimmen. Wir müssen die Beute in diese Truhe hier werfen und sobald wir das getan haben, wird eine Invasion an Mobs ausgelöst. Ich habe euch natürlich eingebaut, werden versuchen an diese Kiste heranzukommen und wir müssen unsere Base mit diesen Geräten verteidigen und das wird richtig, richtig spannend, Leute. Bevor wir jetzt allerdings zum Harten kommen und die Bank da hinten ausrauben, wir sind heute richtig hart, ja, ich habe vor der Aufnahme 3 im 2 gegessen, werden wir uns ganz kurz mal diese Turrets anschauen. Das wird nicht allzu lange dauern, aber es macht richtig, richtig Spaß, ja. Hier als kleines Beispiel, ja, das Gerät hier, das ist ein sogenannter Granatenwerfer. Wenn jetzt hier ein Creeper beispielsweise langlaufen sollte, wird das Ding sofort aktiviert und schießt Granaten auf den Creeper. Und ganz ehrlich, das sieht irgendwie ein bisschen... Was machst du da? Wieso stellt er sich an? Oh Gott, ey. Vor allen Dingen, vielleicht hat man schon gesehen, das Geniale ist, das Teil verfolgt sogar den Creeper. Wie cool ist das? Wenn ich das Ding hier schlagen sollte, die Kanone dreht sich quasi mit, kann sogar die Höhe leicht abändern. Da sieht man es auch schon. Dann guckt sie so ein bisschen nach unten und schießt Granaten durch die Gegend. Andererseits finde ich schon ein bisschen merkwürdig, wie die Granaten aussehen. Das sieht eher so aus, als hätte man irgendwas überfahren, oder? Aber ich bin mir da nicht zu 100% sicher. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Das Geniale ist halt, wir können diese ganzen Selbstschussanlagen, die ich hier schon mal in die Truhe getan habe, da sind wirklich richtig Laser und alles Mögliche dabei, können wir sogar rein theoretisch komplett unsichtbar machen, ja? Das heißt, wir können diesen Block, da müssen wir nämlich die ganzen Dinger draufstellen, erstmal anmalen, ja? Das heißt, wir können zum Beispiel einen sehr unauffälligen Block hier rauspicken, sei es zum Beispiel Grundstein. Okay, das ist ein bisschen auffällig. Ein Rechtsklick ausgeführt und schon hat diese Turmbasis, ja, worauf wir die Sachen platzieren müssen, direkt eine Textur bekommen. Und das feiere ich einfach. Und nicht nur das, weil ich meine, ganz ehrlich, das sieht ja jeder Blinde mit Krückstock, dass hier oben was drauf platziert wurde. Es gibt sogar Add-on-Möglichkeiten. Es gibt hier einen sogenannten Turmverberger. Und das ist wirklich der Hammer. Wie gesagt, das ist ja nur die Einleitung. Ich möchte gleich erklären, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir das hier reinhauen sollten, dann wird sogar dieses Gerät unsichtbar. Und das ist noch immer vorhanden und ist jetzt in diesem Block verschwunden. Sollte nun ein Mitspieler oder ein Mob hier vorbeilaufen, dann plöppte dieses Ding wieder auf und kann den Mob abschießen. Cool, oder? Ich feiere das einfach. Das macht so einen Spaß und das bietet so coole Trollmöglichkeiten. Das ist wirklich der Hammer und das passt auch, weil wir ja nächste Woche wahrscheinlich schon wieder mit Troll Wars anfangen. Mit dieser Mod hier wohl bemerkt. Und dann geht's richtig zur Sache, liebe Freunde. Dann geht's richtig ab. So. Okay, ich werde jetzt trotzdem nicht die dicke gelbe Tontaube spielen und mich abschießen lassen. Nein, wir werden kommen jetzt erstmal zum ganz kurz zum Grundkonzept. Wir sehen hier erstmal 5 verschiedene Turmbasen. Es sind 5 verschiedene Stufen. Je höher, desto teurer und desto stärker sind diese Dinger. Wir haben hier verschiedene Türme. Auch diese kommen in 5 Stufen daher. Als kleines Beispiel haben wir hier den sogenannten Müllturm. Das ist die einfachste Basisstufe. Das Ding kann Bretter und Kieselstein bzw. Bruchstein kann es schießen. Und dann haben wir hier zum Beispiel den Raketenwerfer. Das ist beispielsweise Stufe 4. Die können wir ganz einfach hier anbringen. Stufe 1 passt natürlich an jedem Block. Das heißt, Stufe 1 können wir hier an den Stufen 1 Basis, Stufe 2 oder auch Stufe 5 einfach dranheften. Zack, zack. Ach nee, da ist ja einer. Ups. Stufe 1 können wir demnach überall dranheften. Wenn es allerdings um Stufe 4 beispielsweise geht, können wir den Raketenwerfer auf Stufe 4 setzen, aber nicht auf Stufe 3, nicht auf Stufe 2, nicht auf Stufe 1, sondern nur auf höhere, ja, also 4 und 5 in dem Fall. Und Raketentürme, Türme auf Stufe 5 passen natürlich nur auf Typ 5 Blöcke. Ich hoffe, dass ich das nicht allzu kompliziert erklärt habe. Eine Sache möchte ich noch zeigen und dann werden wir sofort unsere Base aufrüsten. Mehr brauchen wir nämlich nicht an Informationen. Ich werde jetzt einfach mal einen Rechtsklick auf so ein Ding setzen. Es sieht kompliziert aus, ist es aber überhaupt nicht. Wir haben hier erstmal ein Inventar, dort können wir die ganze Munition reinwerfen. Hier kommen die ganzen Upgrade-Geschichten rein. Hier können wir manuell die Reichweite verringern, falls wir eher nur einen kleinen Bereich bewachen wollen. Und hier haben wir einen Energietank, denn pro Schuss müssen wir Energie verbrauchen. Es gibt hier nichts geschenkt. Und hierzu gibt es auf jeden Fall Generatoren. Da werde ich in der anderen
jemand noch verlinken. Dort könnt ihr beispielsweise mit Nether Stars oder auch mit Fleisch ganz einfach diese Dinger hier aufladen, ja, diesen Energietank. Damit hätten wir das auf jeden Fall auch schon mal abgehakt. Hier haben wir noch 4 Knöpfe und dann geht es sofort los mit der Verteidigung und dann werden wir auch endlich diese Türme testen. Wir können hier diese Türme abbauen lassen, die Basis. Wir können auf Konfigurieren einstellen, was überhaupt abgeschossen werden soll. Hier können wir sogar freundliche oder vertraute Spieler können wir hier eintragen, dass diese nicht abgeschossen werden. Es ist wirklich ganz, ganz toll und alles, was ihr hier seht, könnt ihr natürlich auch nochmal in den Konfigurationsdateien besser einstellen. Hier können wir noch das Ziel einstellen, ob ein Ziel immer erstmal fertig gemacht werden soll, dann ein anderes oder ob der hier einfach den nächsten immer angreift. Also hier gibt es auf jeden Fall tausende Einstellungsmöglichkeiten. Das macht echt Spaß. So. Lange Rede, gar keinen Sinn. Ich hoffe, dass es jetzt nicht allzu schnell ging. Wir werden jetzt alle Raketen mal, alle Türme mal mitnehmen. Und jetzt werden wir unsere Base komplett einbruchsicher machen. Weil ich meine, ach so, ganz kurz noch als Beispiel. Wir können natürlich hier auch das als Ofen verkleiden. Ja, das Ding dann hier oder hier und dann hier verstecken lassen. Und dann denkt der Mitspieler, oh, guck mal, hier ist ein Ofen. Und dabei ist hier irgendwie so ein Turm versteckt, der einen direkt niedermetzelt. Alter, es gibt so coole Sachen. Und ich denke, dass wir damit den einen oder anderen die nächsten Wochen wahrscheinlich komplett nerven werden. Okay, fangen wir erstmal an mit der Müllkanone. Ja, die werden wir vielleicht hier in den Eingang setzen. Ich habe hier sogar schon die Munition, in dem Fall Kartoffeln. Aber Moment, falsch. Hier, in dem Fall Eichenholzbretter und Bruchstein schon reingelegt, einfach mal hier hingetan. Braucht natürlich immer wieder einen freiwilligen Kandidaten, denn dann können wir das Ganze erstmal testen, in dem Fall einfach mal einen Creeper. Hier ganz kurz hingesetzt und jetzt sehen wir sogar, wie die Blöcke hier durch die Gegend geschossen werden. Manchmal trifft er nicht, da fliegen die Holzblöcke durch die Gegend, das ist echt genial. Und das tut bestimmt weh, wenn einer sowas an den Kopf bekommt. Ja, ja, ich spreche da aus Erfahrung. Ich habe nämlich letztens auch gedacht, ich hätte eine Gehirnerschütterung, war beim Arzt, aber der Arzt hat gemeint, nachdem er meinen Kopf geröntgt hat, dass er nichts gefunden hätte. Was auch komisch klingt in dem Zusammenhang, dass er nichts gefunden hat in meinem Kopf, ist egal. So, genau, wir haben hier natürlich noch weitere Informationen, das finde ich immer sehr interessant. Hier können wir sehen, wie die Reichweite ist, in dem Fall 10, Genauigkeit niedrig, wir gehen das nur einmal bei dem einen Turm durch. Dann haben wir hier Projektilschaden, bei Schaden ein Herzen kann er abziehen, schießt 0,8 pro Sekunde und K2 Energieeinheiten pro Schuss. Das ist sehr, sehr günstig, denn der teuerste braucht für einen Schuss alleine 25.000 Energieeinheiten. Ja, es ist nicht von schlechten Eltern, muss auf jeden Fall ordentlich Energie verbraten. So, dann haben wir als nächstes die sogenannte Kartoffelkanone. Die müsste ja auch irgendwo sein. Wunderbar. Einfach Kartoffeln mit Essen spielt man gewöhnlich nicht. Aber wir machen hier heute mal eine Ausnahme. Und damit können wir jetzt hier aus diesem Creeper Kartoffelbrei machen. Yay, Kartoffelsalat. Passt doch irgendwie, oder? Komm schon, jetzt bleib stehen. Renn doch nicht weg. Magst du einfach keine Kartoffeln? Yes! Hell yeah! Dauert natürlich auch ein bisschen und hier hat auch der zweite Turm ein bisschen mitgeholfen und damit hätten wir schon mal den Eingang geschützt. Als nächstes würde ich gerne eine Falle bauen und zwar haben wir hier die Möglichkeit, Mobs und Mitspieler einfach hinzuteleportieren. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal den Teleportturm nutzen, ja? Und wenn jetzt hier ein Creeper beispielsweise gespawnt wird oder irgendein Mitspieler kommt, dann wird er automatisch hier rangezogen. Wie cool ist das denn bitte? Das ist echt der Hammer! Da wird immer wieder zurückgezogen. Ja, hier sieht man es nochmal und damit könnt ihr quasi Mitspieler zur Strecke bringen und ja, irgendwo hinziehen. Das Ganze können wir natürlich wieder verstecken, eine Lavafalle eventuell kombinieren. Leute, ihr könnt so coole Sachen damit anstellen. Ich feiere das einfach. Falls ihr also, wie gesagt, wir sind ja noch durch, irgendwelche Trollideen habt, ja, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit wir das in den kommenden Wochen in Troll Wars mit dieser Mod umsetzen können. So. Okay, jetzt haben wir natürlich hier einen Mob, den würde ich gerne bearbeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier Stufe 2 Basis. Mal gucken, da hätten wir zum Beispiel hier, was haben wir denn hier? Den Feuerturm. Cool, wir können Mobs flambieren. Und dann haben wir hier einen Gewehrturm und können Gewehrkugeln durch die Gegend ballern. Genau, hier haben wir glühenden Ton für den Feuer, obwohl ich bin mir noch immer nicht sicher, ob das wirklich glühender Ton ist. Wie gesagt, sieht eher so aus, als hätte man irgendwas überfahren oder als hätte man irgendwas gegessen und ausgespuckt oder so. Das ist echt ekelhaft. Dann haben wir hier die Gewehrkugeln. Auch da werden wir mal ganz kurz den Gewehrturm draufsetzen. Ich werde jetzt nochmal einen Kandidaten hier draufsetzen. Vielleicht brauche ich gleich einen, der deutlich mehr Hitpoints hat und mal gucken, wie schnell er drauf geht. Zack, das hat nicht allzu lange gedauert. Er wurde flambiert und hier bei dem Gewehrturm sehen wir sogar hier kleine, ich weiß nicht, ob man es gesehen hat, solche kleinen weißen Punkte, die hier geschossen werden. Es ist echt toll. Es macht einfach so einen Spaß. Damit haben wir schon mal eine richtig coole Falle kreiert. Dann als nächstes würde ich gerne noch ein Begrüßungsgeschenk hier aktivieren und zwar haben wir hier den sogenannten relativistischen Turm. Damit können wir einen Slowness-Effekt und einen Schwäche-Effekt einem Mob hinzufügen, in einem gewissen Umkreis. Hier haben wir eine Radius-Reichweite, die, ja,
von 20 Blöcken, alle innerhalb von 20 Blöcken bekommen den Effekt. Richtig, 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 richtig böse. Gucken wir gerade mal, wo wir den hin platzieren. Das ist für den Granatenwerfer. Packen wir einfach mal hier drauf. Gucken wir einfach mal, ich setze den Creeper etwas weiter weg. Dann gucken wir mal, ob dieser jetzt einen Slowness-Effekt bekommt, beziehungsweise einen Schwäche-Effekt. Ja, da ist es auch schon passiert. Ich weiß nicht, ob man oben das Symbol sieht, aber damit kann man auf jeden Fall einige stoppen und das ist bestimmt unglaublich lästig. Alter, das ist echt cool. So, was haben wir denn als nächstes noch? Wie gesagt, zu den großen Oschis da oben mit Raketenwerfer und Laser und so weiter kommen wir ja noch. Dann haben wir als nächstes hier den Granatenwerfer, den wir natürlich auch noch anbringen müssen, damit wir wirklich alle hier mal gesehen haben. Den Granatenwerfer kennen wir bereits, den hatten wir vorhin kennengelernt als Begrüßung. Da hatten wir schon ein bisschen dran herum gespielt. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen, denn die Invasion hat so langsam gestartet. Einige laufen hier schon rum. Vielleicht seht ihr euch auch als Zuschauer hier als Skin. Ihr könnt mir gerne eure Minecraft-Namen wie immer in die Kommentare schreiben. Ich habe ungefähr 20, wie gesagt, für dieses Video rausgepickt. Dann haben wir als nächstes einen Raketenturm. Auch den solltet ihr auf jeden Fall anbringen. Hier haben wir es auch schon zielsicher werden. Hier Mobs anvisiert und seht ihr das. Allein der Sound und wie die hier durch die Gegend fliegen, ist wirklich fantastisch. Können wir ganz genau beobachten. Das Ganze natürlich. Oh, da wurde sie direkt angezogen. Die gute Hattie anziehend, wie sie nun mal ist, haben wir diese nun zur Strecke gebracht. Und ihr habt sehr merkwürdige Skins, wenn ich das mal sagen darf. Wir brauchen natürlich immer Munition, das ist ganz wichtig. Hier die Rakete zum Beispiel, ziemlich teuer. Oder ich habe jetzt die Crafting-Rezepte nicht angezeigt, weil es einfach so viele gibt. Hier für den glühenden Ton brauchen wir Redstone, Lohnstaub und einiges mehr. Aber es gibt weitaus günstigere Varianten. Wobei ich hier gerne die Reichweite etwas verringern möchte, damit wir hier auch nur uns wirklich gezielt auf die Leute konzentrieren können, die hier gestrandet sind. So, dann kommen wir noch zu den größten und stärksten Geschichten. Einmal haben wir den Laserturm und der Witz ist, dass der Laserturm wirklich überhaupt keine Munition braucht. Das ist ganz, ganz toll. Mal gucken, wie viel Angriffsschaden dieses Gerät macht. Insgesamt haben wir hier einen Angriffsschaden von einem Herz, aber zwei Shots pro Sekunde. Aber dafür haben wir keine Munitionskosten. Ja, und das ist wirklich der Hammer. Wenn ich hier zum Beispiel mal einen Creeper einstelle, können wir mal vielleicht das Ganze beobachten. Da! Alter, ist das abgefahren, oder? Zieht euch das mal rein. Das ist voll cool. Das ist richtig, richtig genial. Okay, und dann haben wir noch zum Schluss und dann werden wir endlich die Bank plündern und die Invasion auslösen. Haben wir noch den Railgun. Ohne Mist, dieser Oschi ist richtig abgefahren. 12,5 Herzen zieht ein Treffer ab. Allerdings braucht er sehr lange, um sich aufzuladen. Ganze 0,2 Mal pro Sekunde schießt dieser. Das heißt, es dauert eine halbe Ewigkeit, bis er sich wieder erholt hat. Wir brauchen hierzu auch ein ganz neues, eine ganz neue Munition. Und zwar Ferrero magnetisches Geschoss. Also Schokolade, Kinderschokolade. Nein. Wir werden einfach mal hier ganz kurz die Railgun hier oben drauf setzen. Ja, und das werden wir dann nachher nochmal genauer beobachten. Und unser Lumpi ist gefangen. Nein, das darf nicht wahr sein. Unser kleines Hotdog-Hühnchen. Menno, ey. Es gibt einige Upgrades. Die werden wir uns noch ganz kurz anschauen. Und dann werden wir sofort die Bank überfallen. So, was gibt es denn hier? Zum einen können wir hier erstmal, wir haben das Inventar gesehen. Das können wir erweitern mit sogenannten Basis-Inventar-Erweiterungen. Da gibt es verschiedene Stufen. Bei der Stufe 1 können wir lediglich 2 Items bloß pro Slot mit reinnehmen. Bei der Stufe 5 insgesamt 32. Hier steht 64. Diese Information ist aber fehlerhaft. Dann haben wir hier, um das nochmal kurz zu zeigen, können wir hier die Energie erweitern. Das heißt, die Kapazität können wir deutlich erhöhen. Was heißt das? Wir werden es uns ganz kurz anschauen. Das wird nicht lang dauern. Fliegen wir ganz kurz zu einem Turm. Das solltet ihr euch auf jeden Fall überlegen, ob ihr nicht hier irgendwie das Inventar von den einzelnen Blöcken erweitert. Hier zum Beispiel an dem Kartoffelkanone einfach hier dran gebracht. Und jetzt können wir hier noch 2 Kartoffeln pro Slot hier hinzufügen. Ist ein bisschen wenig, lohnt sich nicht wirklich. Eventuell können wir das aber auch hier Stufe 5 natürlich hier anbringen. So, und dann können wir hier ganze 32 reinhauen, ne? Das seht ihr auch schon. Dem hat man hier nochmal eine deutlich bessere Lagerung, ne? Dann, ganz toll finde ich auch die Energieerweiterung. Wir sehen, wir haben hier maximal Platz für 500 RF-Einheiten. Wenn wir jetzt hier diesen Punkt anbringen, zack, dann haben wir nun, 5.500.000. Wow, das nenne ich mal ein Upgrade. Da kann man auf jeden Fall ordentlich, ich glaube, da wird jeder satt. So viele Kartoffeln, wie man damit durch die Gegend ballern kann. Dann haben wir noch zum Schluss Upgrade-Slots, hier rote und blaue. Da können wir einiges mit erhöhen. Wir können auch damit solche Spielereien machen, dass wir die zum Beispiel komplett verstecken können. Hatten wir eben gerade schon gesehen. Die gehen wir jetzt nur ganz kurz hier schnell durch. Die werden wir jetzt nicht großartig testen. Einfach nur zeigen, welche Möglichkeiten es gibt für die Crafting-Rezepte, weil es so viele gibt. Auf jeden Fall just enough Items bitte verwenden. Wir können zum Beispiel Energie durch Licht erzeugen, automatisch. Dann was haben wir hier noch?
Oder durch Redstone, das heißt, wir müssen einfach nur Redstone in das Inventar reinhauen und dann werden ERF-Einheiten ebenfalls erzeugt, falls ihr keine Generatoren-Mod hinzufügen wollt. Schaden erhöhen, Turm verstecken, zu einer gewissen Chance keine Munition verbrauchen. Computercraft können wir hier als Add-on hinzufügen. Dann haben wir die blaue Geschichte, Energiereduzierung, schneller schießen, weniger Projektile, mehr Reichweite. Cool, gibt's das auch für meinen Kanal, dass mich mehr Leute abonnieren? Ich weiß es nicht. Genauigkeit, scharfes Auge, Sniper, ich schieße, du rennst. Wie geil ist das denn? Die Sprüche hier drunter sind echt der Hammer. Ganz ehrlich, liebe Freunde, ich glaube, da kommt wirklich gar keiner mehr rein. Jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt werden wir ganz kurz die Bank da hinten ausrauben. Und dann müssen wir versuchen, diese Base so lang wie möglich, unseren Schatz, zu verteidigen. Das wird sicherlich sehr spaßig. Aber ganz ehrlich, nur kurz zur Vorbereitung. So kann mich trotzdem noch jeder erkennen, wenn wir eine Bank ausrauben. Deswegen werde ich mal ganz kurz eine andere Maske aufziehen. Sekunde mal. Perfekt. So erkennt mich keiner mehr. Okay, wir nähern uns dem Ziel und hier schwimmen irgendwelche gelben Sachen im See. Ach so, nee, das ist der Kopper. Alles klar, alles klar. Der war vorher im Übrigen weiß, ne? Ach, guck mal, hier liegen sogar Leute im Sand. Das ist ja genial. Na? Moment. Hallo, Loco. Was? Der hat mich erkannt? Der hat uns erkannt. Warum? Wie kann er mich erkennen bei der Maske? Okay, wir sind da. Hier haben wir die Bank und hier steht erstmal... Oh nein, hier steht ein Polizist. Können wir den irgendwie bestechen, dass er uns nicht verpetzt? Warte mal, habe ich vielleicht irgendwas dabei? Hier! Verpetzt du uns, wenn ich ein Like da lasse? Ich glaube nicht, ne? Also ich lasse mal ein Like da und Daumen nach oben und ich werde jetzt mal hier reingehen, ja? Werden hier schon ganz komisch angeguckt. Ich werde trotzdem mal ganz unauffällig hier in diesen Hinterraum gehen. So, gehen wir mal hier rein. Ist hier irgendwo der Tresor? Da müsste... Hier ist der Tresor. Oh. Okay, hier ist der Tresorraum. Alter Schwede, seht ihr, was ich sehe? Das Gold, Diamanten, wow, das muss ich unbedingt haben. Bei mir ist nämlich Ebbe im Portemonnaie. Und Lumpi, wie bist du denn schon hier reingekommen? Willst du mich veräppeln? Haben wir noch was in den Kisten? Nein? Hier! Alter! 21 Kekse! Die wollte ich schon immer haben. Pass auf, die nehmen wir mit. Yes! Nice! In your face! So, direkt mal hier rausgerannt. Wir nehmen direkt die Abkürzung. Und dann versuchen wir, dass wir mal Land gewinnen. Und da ist schon, oh nein, da ist schon der erste Gegner. So langsam startet hier die Invasion. Jetzt müssen wir ganz schnell unsere Beute verstecken. Komm schon. Schwimm, Schildkröte, schwimm! Dann werden wir ganz schnell hier unseren Schatz verstecken. Und dann hoffe ich mal, dass wir jetzt die Invasion überleben und dass wir diese Kekse überleben werden. Und wenn es das Letzte ist, was ich tun muss. Obwohl, einen kann ich essen. Da, die erste Invasion. Aber die werden alle von den Magneten angezogen. Wie cool ist das denn? Ich sehe hier Laser. Ich sehe hier Raketen, die geschossen werden. Eigentlich müssen wir uns das mal vom Dach anschauen. Das ist echt der Hammer. Aber guckt euch das mal an. Die haben wirklich gar keine Chance, hier reinzukommen. Vor allen Dingen, die haben unglaublich viele Hitpoints. Okay, er kommt näher, kommt näher, kommt näher. Der hält einiges durch. Und, ich meine schon, habt ihr es gesehen um links? Okay, jetzt habe ich mich selber abgeschossen. Aber der hatte, wie viele Hitpoints hatte der denn? 50? Mindestens, eher 100 Hitpoints hatte der Typ, glaube ich. Wieso wird dieser Typ nicht angezogen? Ah, guck mal, keine Chance hier, keine Chance. Ich möchte mir das gerne mal vom Dach anschauen. Okay, so langsam können sie doch einbrechen. Komm schon. LOL, was war das denn gerade? Also ich muss dazu sagen, manche können auch ganz viel auf einmal abschießen. Seht ihr das? Oh nein, der Krobian kommt durch, oder? Schafft er es? Nein, der wird wieder angezogen. Guckt euch die Hitpoints an. Guckt euch die Hitpoints oben links an. Krass. Das ist richtig abgefahren. Die anderen da hinten haben schon komplett aufgegeben. Was auch lustig wäre, wenn man die irgendwie durch eine Wand irgendwie ziehen kann, oder? Und dann in Obsidian einsperren. Alter. Und damit hätten wir die auch besiegt. So, mal gucken. Ich hatte hier ein paar Dorfbewohner hingetan, damit die noch mehr angezogen werden. Und unsere Kekse haben wir weiterhin verteidigt. Guck mal hier, keine Chance. Nice. Die Kekse haben wir uns auf jeden Fall verdient. Ab nächster Woche werden wir diese Mod häufiger sehen und dann auch in Kombination mit lustigen Trolls. Ich hoffe, dass ihr mit dabei seid. Ansonsten findet ihr die Raiders Mod, also die NPCs, die wir eben gerade gesehen haben. Da kann man auch Raumschiffe anrufen und einiges mehr. Findet ihr direkt hier auf dem Bildschirm. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war auf jeden Fall der Locopa. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.